Speckschwaden-Kati ist wieder unterwegs Richtung Alex und ich habe bei eBay Kleinanzeigen habe ich gerade so ein paar Klamotten drin und da hatte mich doch eine Person angeschrieben, ob ich nicht ein paar Schuhe von einer Schuhfirma die Schuhe abholen könnte, die es nur in diesem Laden in Berlin gibt und diese Person aus Magdeburg kommt. Daraufhin habe ich sehr skeptisch reagiert gehabt und dachte mir so, naja, was ist denn das hier für ein Fake und will die Person mich verarschen und was soll denn das? Und dann dachte ich mir so, okay, lässt du dich mal drauf ein und tust du mal erstmal so, als würdest du mitmachen und dann wirst du ja sehen, ob es ein Fake ist oder nicht. Und ich bin jetzt immer noch sehr misstrauisch. Ich habe der Person meine PayPal-Daten gegeben und sie hat mir das Geld überwiesen für die Schuhe und das Geld überwiesen für den Versand plus nochmal extra so ein kleines Dankeschön an Geld für die Mühe, weil die Person wohnt in Magdeburg und diese Schuhfirma macht keine Umlagerung. Also sie schickt diese Schuhe aus Berlin nicht zu derselben Firma nach Magdeburg. Das macht sie einfach nicht. Und ja, ich finde es halt ein bisschen komisch, so einen Aufriss für solche Schuhe zu machen. Aber dann dachte ich mir so, okay, das könnte jetzt nach hinten losgehen, könnte aber auch ganz nett werden. Und also halt im Sinne von, ich helfe einer Person. Und ja, jetzt gehe ich zu diesem Schuhladen, der ist am Alex. Und mal gucken, ich bin gespannt. Ich aber auf alle Fälle dann noch machen werde, wenn ich die Schuhe dann geholt habe. Ich muss unbedingt zu Ditch. Bei Ditch gibt es Brezeln und ich liebe sie einfach. Ja, und bei Brezeln ist eigentlich immer so ein Ding, so vegan oder nicht. Aber bei Ditch sind sie vegan und sogar als vegan ausgepriesen. Und das ist sehr, sehr nice. Ich muss auf meine Brezel nicht verzichten. Und da ist er, der Koloss. Das typische Denkmal. Mal hätte ich beinahe gesagt, Gott, die Alte labert so eine Krütze. Und hier vorne, da steht auch noch so ein Mann, der die Hand halt so hält. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ah, ist genau ein Baum davor, scheiße. Nee, das wird nix. Toll. Okay, hätte klappen können. So, ich habe die Schuhe bekommen. So schauen sie aus. Und ja, es war gar kein Problem. Ich werde sie jetzt versandfertig machen. Ich habe alles mitgenommen in meiner Tasche. Hier Schere und Klebeband und einen Zettel für die Adresse und so. Und ja, dann... Ah, hier sind sie auch nochmal. Ich halte es gerade falsch rum. Zack. Naja, wenn es schön macht. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Und schau mal, wie viel Salz da drauf ist. Boah. Sehr schön. Ich habe eine Breze. Mmh. So, erfolgreich abgeschickt. Jetzt geht's in einen Asialaden einkaufen. Ich brauche noch Nudeln und Bungo-Sprossen und Sweet Chili-Soße. Und dann kann ich endlich nach Hause und so meinen richtigen Hunger stillen. Ich habe Knast wie Sau, ey. Thank you.
So, zu Hause angekommen. Hier mein Einkauf, die Sweet Chili Soße. Diese habe ich noch nicht probiert. Und Munkerbunkheimlinge, Glasnudeln. Ich habe sonst immer... Moment, ich hole sie mal runter. Diese. Aber warum auch immer, die gab es da nicht. Und ich kann ja mal einen Schwenk in meinen Kühlschrank machen, beziehungsweise in den Kühlschrank von mir, mein Mitbewohner. So schaut der Spaß bei uns zu Hause aus. Seinfach, meinfach, seins, von meinem Freund, meins, Kekse von Vegans und vegane Schoki, seinfach. Und das ist das Meerschweinchenfach. Und den habe ich einfach da oben bei meinem Mitbewohner gepackt, weil der passt hier nicht rein, weil da ist ein Topf mit Birnenkompott drin. Und ja, ich könnte das in eine kleinere Schüssel machen, aber ich will mir Aufwasch vermeiden. Und ja, so schaut's aus bei uns. In den Kühlschrank. Und guck mal, die sind von gestern noch übergeblieben. Sommerrollen. Und die werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und mir dann auch gleich wieder neue machen, damit ich morgen wieder was Schnelles zu essen habe, wenn ich zu Hause bin. Und die da, ich mache bei Foodsharing mit. Die werde ich in einen Verteiler reinpacken, weil die schmecken mir nicht. Das sind getrocknete Datteln, aber die sind so getrocknet, die sind wie Steine. Und ich finde die auch nicht lecker. Da gibt es bessere. Obwohl das Premium-Dinger sind und die Schweine teuer waren. Aber wenn es mir nicht schmeckt, dann schmeckt es mir halt nicht. Meine Mittagsdose oder Frühstücksdose für die Arbeit. Und mein Teechen aus dem Unverpacktladen. Jo. Das mal dazu. Vielen Dank fürs Zuscheuchen und bis gleich, würde ich sagen. Ich lasse es mir erst mal munden und dann mache ich noch ein Video. Also das hier, das gleich weitergeht. Juhu, ich hatte ja gesagt gehabt, ich mache mir Sommerrollen. Also ob ich jetzt nun in meinem Zimmer bin und mit euch Schmoltalk rede oder ich währenddessen einfach mal meine Sommerrollen mache, sei ja mal dahingestellt. Und zwar wollte ich noch zu dem Thema eBay sagen, dass ich halt der Sache relativ misstrauisch war, ob das jetzt ein Fake sein könnte oder nicht, ob da vielleicht Schindluder getrieben wird oder ähnliches. Und dann dachte ich mir halt so, ey, die Person hat halt meine PayPal-Daten bekommen und hat mir ja das Geld, wie ich schon am Alex erzählt hatte, überwiesen gehabt. Und ich hatte halt so Bedenken, so, boah, was ist, wenn mein Konto halt gehackt wird und so weiter. Aber dann dachte ich mir so, ey, eigentlich, ich verkaufe da so viele Sachen. Immer schön die Sprossen in den Mund stecken. Ich verkaufe da so viele Sachen und jeder bekommt dann überwiegend meine PayPal-Adresse und überweist mir halt das Geld. Und sorry, ob mir halt nun über solche scheinheiligen Menschen mein PayPal-Konto geknackt wird oder über sowas ist ja dann eigentlich schon mal dahingestellt, geknackt werden könnte, so oder so. Vor irgendwelchen Hackerangriffen ist keine Firma geweiht. Also irgendwo, wer Schindluder treiben will, der findet immer einen Weg, sag ich mir. Und ja, die Person hatte eigentlich keine weiteren Daten, außer meine PayPal-Adresse. Klar, wenn man halt böse Sachen vorhat, dann bekommt die Person auch ohne mein weiteres Zutun ganz viele Dinge über mich heraus. Aber wie gesagt, das ist halt auch bei anderen eBay-Menschen wäre das halt genau derselbe Fall. Und ja, ich habe mir halt gedacht, na gut, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Was kann passieren? Mir fällt halt nichts ein. Sollte die Person halt das Geld irgendwie zurücküberweisen oder zurückziehen. Mein Gott, dann habe ich halt 15 Euro in den Sand gesetzt, plus halt die Versandkosten. Da war mir das eine Lehre und gut ist. Ich habe dazu auch Freunde und Bekannte gefragt. Insgesamt 7 Menschen. Und
von 7 Menschen hat nur eine Person gesagt, bis auf ich, also ich hab halt nur einen Screenshot gemacht von dem Text und habe diesen Text an 7 Menschen geschickt und die Frage dazu gestellt, fake oder real? So, und als Antwort kam, ist ja komisch. Ich würde sagen, fake. Eine andere Person meinte, lass die Finger davon. Könnte ein Fake sein. Eine andere Person meinte, lass die Finger davon, es könnte Schindluder getrieben werden. Du weißt nie, was diese Person für Dreck am Stecken hat oder falls irgendwas auf mich zurückgeführt werden könnte oder ähnliches. Nicht, dass ich dann in Mitleidenschaft gezogen werde. Eine andere Person meinte, ruf doch erstmal da an, weil ich habe die Telefonnummer gleich mitgeschickt bekommen gehabt. Ruf doch da einfach mal an und kläre das ab und dann wirst du ja sehen. Und eine andere Person hat dann gesagt, das verstehe ich nicht. Und dann bin ich auch nicht weiter drauf eingegangen, weil was soll ich da erklären? Ich meine, da stand ein expliziter Text, so du, ich brauche deine Hilfe, ich komme da nicht hin und so weiter. Könntest du mir die Schuhe abholen? Und eine andere Person hat einfach mein Bild gelöscht und gar kein Statement dazu gegeben weiter. Wo ich halt gefragt habe, und was meinst du, fake oder real? Meinte dann die Person so, naja, ich hab's mir nicht weiter großartig angeguckt, ich hab's Bild gelöscht. Dachte mir, jo, geile Hilfe, wenn du mal Hilfe brauchst. Und eine andere Person meinte halt, was hast du denn zu verlieren? Probier's doch. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen würde, den ich darum bitten würde. Und dann dachte ich mir so, jo, genau das ist auch meine Meinung. Und ehe ich die Meinungen mir von anderen, also das war halt abends gewesen, ich habe mir halt meine eigene Meinung gebildet und meine eigene, meine eigene Entscheidung vorher getroffen, bevor ich andere gefragt habe. Und ich habe mir halt gedacht, Mensch, hörst du dir erstmal an, was die Person zu sagen hat. Und dann kannst du halt immer noch entscheiden. Das war halt so mein Ding. Ja, und wie gesagt, oder wie gezeigt, ich habe die Schuhe gekauft und abgeholt, abgeschickt. Und ja. Das war's. Jetzt werde ich ja sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Ob da irgendwas Böses kommt oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Ach genau, und Blauäugigkeit wurde mir ja auch noch gesagt. So, oh, du bist so blauäugig, mach das nicht, gib deine Daten nicht weiter. Ja, aber es ist eBay Kleinanzeigen. Die Leute müssen irgendwie meine Daten haben. Die müssen wissen, also jetzt nicht in dem Fall, aber die müssen ja wissen, wo ich wohne, sonst können sie ja die Sachen nicht abholen. Für Leute, an die ich meine Sachen verschicke, die brauchen meine PayPal-Daten. Das geht nicht anders. Wie soll ich an mein Geld kommen? Naja, werde ich ja sehen. Was da so rauskommt. Also mein Handy geht mir dezent auf den Sack, muss ich sagen. Ich hätte den Ton und die Vibration ausmachen sollen. Konnte ich ja jetzt nicht ahnen, dass heute so schreibwütige Menschen unterwegs sind. So. Ja, mit meinem Verkauf der Kleidung vom Ausmisten läuft es so ein bisschen semi. Ganz viele T-Shirts konnte ich loswerden. Ich konnte auch schon Schuhe loswerden, die ich ausgemistet habe. Ein paar Bücher konnte ich auch schon loswerden, aber halt bei weitem noch nicht alles. Also ich habe noch
weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal, 75% von den Dingen, die ich verkaufe, habe ich noch zu Hause. Und werde sie momentan noch nicht los. Ich lasse die Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen noch ein bisschen drin. Und wenn die dann halt nach einer Weile immer noch keiner haben möchte, dann werde ich sie verschenken. Vor allem, ich habe sie echt zu einem Spottpreis drin. Da kann man echt nicht meckern, weil ich will daraus keinen Gewinn ziehen. Es ist halt benutzte Kleidung und sie sollen einfach den Leuten nochmal Freude bringen, die es halt brauchen. Und sie sollen natürlich auch vielleicht in der Hoffnung auch an Leute gehen, die es vielleicht nicht so dicke mit dem Geldbeutel haben. Ich meine, klar, mit den Tops wird jetzt schwierig, weil der Sommer ist rum. Aber kommt ja bald wieder ein Sommer, ne? Nächstes Jahr. So, das war's. Am Schluss muss man sich unbedingt nochmal so ein paar Sprossen nehmen und halt so unten im Mund stecken. Geil. So, kriegst du hier. Hab ich alles gemacht. Es ist nicht heute alles. Das ist für morgen und morgen. Ich denke mal morgen und übermorgen muss ich mal gucken, wie lange die halten. Je nachdem, wie hungrig ich bin. Judy. Naja, ein paar Sprossen sind noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wünsche noch einen schönen Tag. Moment. Da ist er. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, auch wenn jetzt alles ein bisschen schief ist. Jetzt siehst du mal die Küche. Krass, ne? Das Zimmer von meinem Mitbewohner übrigens. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und bis demnächst. Hab dich wohl und liebe Grüße an dich. Tschüss.